So, wir hören aus den vedischen Schriften, aus dem Bhagavatam, um unser Bewusstsein weiterzuentwickeln, um Weisheit zu bekommen. Weisheit bedeutet Wissen angewandt, angewandtes Wissen. Ja, es nützt nicht nur etwas zu wissen, sondern wir müssen auch wissen, wie man dieses Wissen anwendet. Und das ist Weisheit. Wir alle bemühen uns in diesem Leben um Glück, um das Gute letztendlich. Also jeder Mensch denkt, er bemüht sich um das Gute, auch wenn es manchmal nicht das Gute ist. Aber es ist auch wieder schwierig zu entscheiden, was ist gut und was nicht gut. Sehr komplizierte Frage eigentlich. Aber in der Regel versucht jeder, was Gutes zu machen im Leben. Und das ist nicht immer einfach, weil dieses Leben und diese Welt verschiedene Mechanismen besitzt, die uns beeinflussen und die uns manchmal vom Guten abbringen, vom guten Weg abbringen. Es gibt Situationen, die uns herausfordern, in denen wir sehr auch leiden, unzufrieden sind und Wissen oder Weisheit soll uns schützen davor, dass wir letztendlich auf dem guten Weg bleiben und letztendlich, dass wir glücklich werden. Ja? Wir wollen eigentlich glücklich sein. Wir wollen alle glücklich sein. Das ist unsere primäre Motivation, warum wir irgendetwas tun. Und hier hören wir einen wichtigen Punkt in der Erläuterung, in dem Srila Prabhupada sagt, dass man sich nicht stören soll, man soll nicht gestört, man soll durch die Wellen der materiellen Natur in diesem Vorgang nicht gestört sein. Das ist wahrscheinlich die praktischste Aussage in dieser Erläuterung, die wir uns hinters Ohr schreiben können. Ich weiß nicht, warum man sich hinters Ohr schreiben soll. Da kann man es ja nicht mehr sehen eigentlich. Aber ja, man soll es vielleicht verstehen, ja? Dass man sich nicht stören soll, nicht gestört werden soll an den Wirkungen, Prabhupada sagt ja Wellen der materiellen Natur, an den verschiedenen Bewegungen der materiellen Natur, die uns auf verschiedenste Art und Weise manipuliert. Und dann soll man sich nicht stören. Das ist eigentlich das Yoga-Prinzip. Ja, das ist das Prinzip der Bhagavad Gita und in allen Yoga-Traditionen, Patanjali's Yoga-Sutras und natürlich auch das Prinzip vom Krishna-Bewusstsein an sich, sich von den Wellen der materiellen Welt nicht mehr stören und nicht mehr ablenken lassen. Was natürlich leichter gesagt als getan ist, wie wir alle wissen. Gerade wenn wir noch nicht wissen, was ein solch unberührter Zustand bedeutet. Manchmal denkt man, jetzt bin ich schon unberührt, aber man ist es noch nicht. Ja, man ist es eigentlich noch nicht. Und letztendlich sind wir erst wirklich unberührt von diesen Wellen, wenn wir Krishna bewusst sind. Ja, so unser Vorgang ist letztendlich Krishna Bewusstsein. Was bedeutet, wie Krishna sagt, immer an Krishna denken. Immer in Krishna absorbiert sein, immer an Krishna denken, immer mit ihm verbunden sein, immer im hingebungsvollen Dienst tätig sein und mehr oder weniger die materielle Welt gar nicht mehr wahrnehmen. Ja. Eigentlich nimmt man dann die materielle Welt gar nicht mehr wahr. Aber auch das ist ein sehr hohes Ideal und eigentlich recht abstrakt, gerade in einer Situation, in der wir noch sehr stark mit der materiellen Welt verbunden sind. Wir sind wie der Fisch im Wasser. Die materielle Natur ist wie das Wasser. Wir sind vollkommen in diesem Wasser der materiellen Natur. Wir stecken in einem materiellen Körper, wir haben einen materiellen Geist. Wir bemühen uns durch die materiellen Elemente. Ich spreche gerade mit meiner materiellen Stimme, ich bewege meinen materiellen Körper, ich denke mit meinem materiellen Geist. Und so möchte man meinen, naja, dann bin ich ja vollkommen in Materie und wie soll ich da jemals rauskommen? Aber eigentlich ist unser Vorgang gar nicht ein solcher Fluchtversuch. Ja, manche meinen, Religion ist wie so ein Fluchtversuch, ich muss allem entfliehen. Eigentlich unser Vorgang heißt ja auch Yukta Vairagya, technischer Sanskrit-Ausdruck. Das bedeutet eigentlich, dass man all die materiellen Möglichkeiten, die man hat, oder materielles Karma, könnte man auch sagen, verwendet man in einem höheren Sinn, in einem Krishna-bewussten Sinn. Also man muss nichts aufgeben, sondern nur lernen, wie man alles richtig macht. So könnte man sagen. Ja, wir müssen eigentlich gar nichts aufgeben, wir müssen es nur richtig machen.
Und so sieht die ganze Sache auch schon recht viel einfacher aus. Und man kommt so aus dem abstrakten Bereich in etwas Konkretes. Ja, abstrakt würde halt eben heißen, wirklich entsagen und ich darf gar nicht mehr, soll gar nicht mehr tätig sein, und weil ist ja alles Materie und so muss ich ja frei sein von dieser Materie. Aber wie sieht dann das Leben aus, wenn man plötzlich nicht mehr materiell aktiv ist? Was soll das dann sein? Das geht doch gar nicht. Es gibt halt, sage ich mal, Philosophien oder Yoga-Traditionen, die das halt anstreben. Also man negiert alles. Aber bei uns ist es so, wir müssen lernen, oder in unserer Philosophie, Vaishnava-Philosophie, müssen wir lernen, alles richtig zu verwenden, alles für Krishna verwenden. Und dann, und gleichzeitig wird es dadurch auch spirituell und man hat kein Problem mehr mit den Dingen. So, was meint dann aber Prabhupada mit diesen Wellen der materiellen Natur, dass man sich davon nicht stören soll? Ja, es ist ein Unterschied, ob ich Materie für Krishna verwende und dann quasi transzendental bin, oder ob ich Materie eben nicht für Krishna verwende und dadurch gestört und manipuliert und beeinflusst werde und teilweise auch leide. Und Leid mag nicht immer sich als Schmerz darstellen. Leid ist eigentlich jegliches Nicht-Krishna-Bewusstsein. Ja. Warum? Weil das Glück, das man eigentlich mit Krishna erfährt, ist so viel besser als die weltlichen Freuden. Und deren sich können weltliche Freuden auch als Leid betrachtet werden. Aber das versteht nur derjenige, der natürlich Krishna bewusste Freuden erlebt hat. Weil die weltlichen Freuden sind ja immer noch Freuden. Aber die werden erst als Leid oder, sagen wir mal, vielleicht als uninteressant oder langweilig verstanden, wenn man eine bessere Freude erlebt hat. Aber solange man die höhere Freude nicht erlebt hat, ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, das heißt ja, Menschen in Sattva Guna werden bedingt durch Glück und Wissen. Ja, Glück. Man wird bedingt durch Glück. So, es ist Glück in der materiellen Sphäre. Das ist ja nicht schlimm. Also in Sattva Guna leben ist ja für denjenigen, der Transzendenz nicht kennt, überhaupt kein Problem. Der hat alles, was er braucht, dem geht's gut, der Geist ist stabil, er hat alle Lebensnotwendigkeiten oder alles, was er zum Leben braucht, hat er, vielleicht sogar ein bisschen mehr, und ihm geht's gut, der kann sich nicht beschweren. Ja. Aber das heißt, es ist eine Bedingtheit, dieses Glück, diese Zufriedenheit ist eine Bedingtheit und in der Hinsicht eine Illusion, weil er denkt, passt ja alles. Und verpasst dann das, was er erleben könnte, eben mit Krishna. Das verpasst er dann. So, wenn wir zu glücklich sind im materiellen Leben, dann kann das auch ein Problem sein. Passt alles, ich brauche nicht mehr. Drum sind ja auch eher diejenigen, die Probleme haben, diejenigen, die geneigt sind, was zu ändern in ihrem Leben. So, Probleme können als Katalysator wirken für Veränderung. Klar, warum? Weil du leidest und siehst, ich habe was getan, was mich in die Probleme reingebracht hat und ich will, dass die natürlich aufhören, dann muss ich was ändern in meinem Leben. Und manchmal haben die Menschen Glück und ändern etwas hin zum Krishna-Bewusstsein und merken, oh, eigentlich war das Problem gut, weil dadurch habe ich mich geändert und habe nun was viel Besseres dafür bekommen. Ich musste praktisch von diesen Wellen der materiellen Natur ein bisschen wachgerüttelt werden. Wie man sagt, man wird zum seinem Glück gezwungen. Muss nicht immer so sein, aber ist manchmal so. Muss nicht immer so sein, ist manchmal so. Dass gerade schwierige Situationen am Ende doch gut waren, weil sie Veränderung erzwungen haben. Und so müssen wir uns manchmal die Finger verbrennen, um zu verstehen, was man nicht tun soll. Okay, mein Geist, meine Verlangen, meine Begierden haben mich dorthin gebracht, aber dann habe ich gesehen, nein, es war eigentlich doch nicht gut. Ich habe es vielleicht sogar gewusst, aber ich habe es nicht geglaubt. Ja, so, dann muss man sich die Finger verbrennen. Und so sind wir alle in dieser Schule des Lebens. Und lernen, wie die Kinder. Die Kinder sind auch so unbeholfen und so unwissend.
und müssen sich rantasten im Leben, müssen alles ausprobieren. Und für uns Erwachsene, du kannst ihm sagen, mach's nicht, besser nicht. Und was macht er? Macht's trotzdem. Also gerade deshalb, weil du sagst, mach's nicht. Genau deshalb macht er es. Was soll ich tun? Ja. So müssen wir alle unsere Erfahrungen machen. In diesem sehr komplexen Leben, in dieser komplexen Welt. Sehr verwirrend. Verwirrend und umfangreich und groß. Da muss man seinen Weg finden. In dieser Welt muss man seinen Weg finden. Aber letztendlich, wie Prabhupada sagt, besteht alles nur aus 5 Elementen. Obwohl es als so komplex ist, die Komplexität ergibt sich aus diesen 5 Faktoren: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Materielle Elemente. 5 materielle Elemente, die so arrangiert werden können, dass diese komplexe Welt entsteht. So, das heißt, es gibt gewisse Elemente, wir kennen das natürlich aus unserer Sankhya-Philosophie, man kennt das ja aus dem Chemieunterricht, es gibt Elemente, aus denen alles besteht, auch sehr interessant, wie das funktionieren kann, ja, Krishnas komplexe Welt. Und das ist der Punkt, es ist Krishnas komplexe Welt. Erst durch seine Fügung kann all diese Komplexität funktional werden. Kann diese Komplexität entstehen und funktional werden und uns Seelen dafür dienen, in dieser Welt Erfahrungen zu machen. Und so möchte der Devote hinter allen Dingen Krishna sehen und ihn wertschätzen. Ja, und dankbar sein für seine Existenz. Ja. Gut. Naja, es ist noch nicht spät. Da muss man noch ein bisschen was erzählen. Kann man noch nicht aufhören. Gezwungen zu sprechen. Ja, was kann man noch sagen? Okay, ja, die materielle Natur an sich. Prakriti heißt es hier, Prakriti Kriyamanani. Krishna sagt das in der Bhagavad Gita, das ist meine Natur. Prakriti Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvasha Ahankara Vimudatma Kaltamiti Manyate. Das ist meine Natur und sie verwirrt alle Lebewesen. Vimud Atma, wir sind alle verwirrt durch diese materielle Natur. Wir nehmen das Leben ernst. Und wir sollen es auch ernst nehmen, aber am Ende soll man es auch nicht ernst nehmen. So, ist schwierig. Wie ernst soll man das Leben eigentlich nehmen? Soll man sagen, ist alles vergänglich? Ist alles Illusion? Ist alles nicht wirklich? Ich werde auch diesen Körper aufgeben, alles hinter mir lassen und mal schauen, was danach kommt. Wir hoffen mal das Beste. Oder soll man das Leben doch irgendwie ernst nehmen? Nicht zu teilnahmslos sein? Ja, auch in unserer Kommunikation des Krishna-Bewusstseins ist es gar nicht so leicht. Was wollen wir den Menschen kommunizieren? Weil wenn man es zu ernst nimmt, natürlich beschäftigt man sich zu sehr damit und ist zu absorbiert und ist auch problematisch. Oder soll man sagen, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Mach dir nicht so viel Sorgen. Aber eigentlich sollte man sich doch sorgen um andere. Und man sollte auch nicht zu weltfremd wirken. Schwierig. Was soll man den Leuten sagen? Ich meine, es wäre leicht zu sagen, ist alles Illusion, ist alles vergänglich. Kümmere dich um gar nichts. Ist doch nicht so wichtig. Aber die Menschen an sich, die Menschheit ist so in Illusion, die nehmen alles so ernst. Und wir wissen, dass wenn wir einem Menschen einen Ratschlag geben wollen, der gerade sehr okkupiert ist von seinen Problemen und all die Probleme einfach nur so wegwischen, dann manchmal die Leute lassen das gar nicht zu. Ja, man haftet eigentlich noch mehr am Leid. Man haftet sehr am Leid, man haftet an dem, was einen unzufrieden macht. Und dann einfach sagen, jetzt nimm das nicht so ernst, ist nicht so schlimm.
Das mögen die gar nicht hören, obwohl es eigentlich die richtige Antwort ist. Ja. Aber es ist schwierig zu akzeptieren. Gerade in Extremsituationen. Der Verlust eines geliebten Menschen. Das ist ganz schön. Die Seele und die ist ewig und er lebt immer noch und er war gar nicht dein Vater oder Sohn oder Bruder oder was auch immer. Und du bist auch nicht der Körper und passt schon. Chant Hare Krishna, alles ist gut. Richtig? Absolut richtig. Krishna sagt das in der Bhagavad Gita, können wir 1000 Verse zitieren. Aber die Menschen sind zu angehaftet. Und da braucht es ein bisschen mehr Empathie. Man muss das Problem ernst nehmen. Wo man sagen könnte, eigentlich sollen wir das nicht ernst nehmen. Man muss das ernst nehmen, man muss die Illusion ernst nehmen. Und darum, wenn es in der Bhagavad Gita heißt, die Weisen beklagen weder die Lebenden noch die Toten. Ja, die Weisen, die beklagen weder die Lebenden noch die Toten. Und um ein Weiser zu werden, muss man sich mal ein paar Leben lang bemühen, um weise zu werden, wirklich weise zu werden. Am Anfang ist man nicht weise. So, das ist, braucht's so, und ist man zu empathisch, ist man zu anteilnehmend, ist man zu verständnisvoll, dann ist man ja selber auch ziemlich in Illusion. Man muss sich ja in die Illusion begeben, um die Illusion zu verstehen, und deshalb kann man da auch verschluckt werden von der ganzen Problematik und zu empathisch und zu emotional werden. Das ist auch zu extrem. Also wir brauchen beide Seiten. Wir brauchen so eine spirituelle, transzentrale, losgelöste Empathie. Ja, Verständnis zeigen und Anteil nehmen, ohne die spirituelle, losgelöste Sicht der Dinge zu verlieren, die uns auch erklärt, dass alles wirklich eine Illusion ist. Und letztendlich geht es ja um die Lektion des Lebens, um durch die Problematik Krishna bewusst zu werden. Um hinter allem den Puppenspieler zu sehen, Krishna zu sehen. Ja, wie ein Puppenspieler. Diese drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur anführt, dirigiert und leitet. Ja, so, aber ein losgelöster Geisteszustand ist definitiv angenehmer. Definitiv angenehmer. Wenn das alles mal nicht so ernst nimmt. Aber man kann leicht reden, wenn man halt keine Probleme hat. Darum, wie es auch heißt, unser Bewusstsein, unsere Weisheit, letztendlich unsere Reife, wird erst in Problemen getestet. Ja, hier in einem gesicherten, isolierten Raum über Weisheit zu sprechen, ist ganz einfach. Aber wenn es mal wirklich, wie man sagt, hart auf hart kommt, dann zeigt sich, wie viel habe ich wirklich verstanden. Und es gibt viele große Probleme, in denen Menschen und auch Devotees sind. Ob es der Krieg ist in der Ukraine, von dem so viele Devotees betroffen sind. Wie geht man damit um? Wie würdest du damit umgehen? Und für einen alleine ist es immer noch leichter. Ich sage, ja, okay. Naja, dann muss ich halt weg. Und gehe halt woanders hin. Ja, ist nicht so schwer. Aber wenn du auf einmal eine Frau hast und Kind hast und so weiter, dann wird es schon mal schwieriger. Ja, gerade für die Kinder. Ja, weil die Kinder haben halt noch nicht die Weisheit und brauchen verschiedenste Dinge, die man gewährleisten muss. Und da muss man sich auf einmal um so viele Dinge kümmern. Und plötzlich ist es nicht mehr so unwichtig, ob es da einen Krieg gibt oder nicht. Ich meine, für einen, wenn man alleine ist, sage ich mal, und ich habe da meine Wohnung und naja, und vielleicht so ein bisschen, bin auch Devotee, und ob die Wohnung jetzt hier ist oder ob die da ist oder ziehe ich halt um oder fahre woanders hin. Halt nicht so schwierig, ne? Aber mit Familie wird das schon wieder schwieriger. Oder der Verlust eines Freundes oder Bekannten oder was auch immer. So viele Probleme zeigen uns erstmal, wo man wirklich steht. Wo man selbst steht. Ja. Mal schauen, ne? Mal schauen, wo man, wie weit man ist im Krishna-Bewusstsein, wie losgelöst man ist. Und Arjuna war gerade in einer solch bedrohlichen Situation. In der Hinsicht ist die Bhagavad Gita sehr, sehr lehrreich. Arjuna wollte, ich meine, er war ja noch nicht direkt in der Situation. Ja, der Kampf ging erst nachher los, aber er war
kurz vor dem Kampf. Aber das hat schon gereicht, um ihn vollkommen zu verwirren, um ihn vollkommen zu überwältigen. Die Bedrohlichkeit der Situation hat ihn vollkommen überwältigt. Aber auch nicht so sehr für sich, sondern auch wiederum eher für die anderen. Und er hat das größere Bild gesehen, er hat verstanden, wenn wir nun uns hier alle vernichten, dann wir sind ja die administrative Klasse der Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft wird davon in Mitleidenschaft gezogen und es wird viele Umwälzungen, Probleme geben. Und das möchte ich nicht. Ja, so er hat halt, war sehr empathisch in der Hinsicht, ja, sehr anteilnehmend, sehr vorausschauend, selbstlos. Und all das, was er nun auslösen würde, das hat ihn sehr mitgenommen. Soll ich das wirklich tun? Sollen wir das dann wirklich tun? Soll ich wirklich daran Anteil nehmen? Kann ich das nicht noch vielleicht irgendwie abwenden oder ändern? So, er war in einer sehr schwierigen Situation und gerade in der Situation hat ihm Krishna eben Weisheit gegeben. Und auf verschiedene Arten und Weisen. Einerseits Krishna hat auch Verschiedenes gemacht. Ja? Krishna hat ja eine sehr gute Mischung an Weisheit gegeben. Einerseits die losgelöste Variante eben, gleich zu Beginn, ja, Transzendenz und es gibt eine ewige Welt und sei nicht so besessen von diesem Vergänglichen. Aber auf der anderen Seite hat er dann auch wieder gesagt, ja, aber du musst dennoch was tun. Du musst dennoch agieren. Und dieser Konflikt hat ja Arjuna dann immer wieder hin und her geworfen und auch das hat er auch nicht verstanden. Letztendlich hat ja Krishna gesagt, ja, mit dem richtigen Bewusstsein agieren in dieser Welt. So, das wollen wir lernen. Ja, und soweit, solange eben nicht der erlösende Tod für uns alle eintritt, müssen wir in dieser Welt aktiv sein. Der erlösende Tod. Erst wenn wir, aber das, der Tod ist erst erlösend, wenn wir bereit sind. Für einen weisen Menschen ist der Tod die Erlösung, weil er weiß, nun bin ich all dieser Erdenpflichten, dieser weltlichen Verstrickungen entbunden. Weil solange wir in dieser Welt sind, in diesem physischen Körper leben, haben wir so viele Pflichten und Aufgaben und Ablenkungen, sind eigentlich nicht als Seelen in unserer Idealsituation. Nein, sind wir nicht. Kann man drehen und wenden, wie man möchte. Es ist eine bedingte, kompromittierte Situation, in der wir uns als Seelen befinden. Aber weil wir glauben, der Körper, das Physische zu sein, können wir damit leben. Ich meine, es ist ganz okay. Und bemühen uns noch, wie wahnsinnig eigentlich um Erhaltung und Entwicklung und Kultivierung des Körpers. Aber der spirituelle Weise, der Devoti, versteht all das und freut sich dann, wenn er seine Pflichten im Leben alle absolviert hat, alle Tests, alle Aufgaben absolviert hat und weiß, nun darf ich dieses vergängliche Dasein aufgeben. Ich habe alles erledigt, alles getan. Und die Seele ist frei. Tritt heraus aus dem Körper und nimmt sich als das wahr, was sie wirklich ist und versteht den Tod als Erlösung und Befreiung. Das ist der Yogi. Das ist, was der Yogi tut. Aber das kann er erst, wenn er wirklich diese innere Erkenntnis hat, eben ein transzendentales Wesen zu sein. Wenn er das vollkommen verstanden hat, wenn er Selbsterkenntnis hat. Solange er das nicht hat, ist die Bindung an den Körper so stark, dass das Verlassen des Körpers als etwas Schreckliches verstanden wird. Es könnte nichts Schlimmeres geben als das. Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod. Das ist so. Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod. Jedes Lebewesen versucht, mit allen Mitteln dem Tod zu entrinnen. Das ist ein Reflex. Wir haben alle diesen Selbstsicherungs-, Selbstschutzreflex. Das wollen wir nicht erleben. Aber der Selbstverwirklichte, er begrüßt diesen Moment.
Wenn er selbst verwirklicht ist, kann er nur machen, wenn er selbst verwirklicht ist, ja, wenn er verstanden hat. Ja. Und darum wollen wir uns bemühen, das ist ein Teil von Krishna-Bewusstsein. Ja. Krishna-Bewusstsein bedeutet zu verstehen, was ist Transzendenz? Wer ist Krishna? Was ist Krishna? Was ist seine Realität? Und wie gehöre ich dahin? Wie kann ich verstehen, dass das meine wahre Natur ist? Und nicht diese materielle Natur. Diese Erkenntnis brauchen wir. Und die muss sehr tief verwirklicht sein. Muss eine wahre Erkenntnis sein. Und dafür haben wir unseren täglichen Prozess, unsere Meditation, unser Studium der Schriften, aber auch unsere Erfahrungen. Nicht nur Theorie. Jeder hat schon ein Stück weit diese Erkenntnis bekommen. Noch nicht in voller Blüte, aber genügend, um zu verstehen, dass sie erworben werden kann. Es ist nicht nur ein Glaube, es ist Realität. Ja. Und diese Erkenntnis gewinnen wir durch die tägliche Bemühung, durch das Meditieren, durch den Hare Krishna Mantra, durch den Dienst zu Krishna, während der Bildgestalten, weil wir da dieses höhere Bewusstsein entwickeln, Stück für Stück. So, Hare Krishna, ich will es heute gar nicht so lang machen, weil das ist eigentlich genau dieser Punkt. Also das, was ich eigentlich sagen wollte, ist eben diese Schwierigkeit im Leben, das Leben nicht zu ernst zu nehmen, aber auch nicht zu locker zu nehmen und zu verstehen, wie gehen wir damit um. Weil beides führt zu Sentimentalität und Fanatismus. Die eine, die das materielle mal zu ernst nehmen und zu wichtig nehmen und sich zu sehr davon beeinflussen lassen. Und die anderen, die eigentlich fast schon fanatisch negieren. Und wenn diese Negation auf Fanatismus beruht, dann ist es keine Losgelöstheit, die wir brauchen, sondern es ist einfach eine Verdammung fast schon. Nein, das Materielle ist alles böse und schlecht. Ich will mich nicht damit abfinden. Es ist mir nicht angemessen als spirituelle Seele. Aber so mag man dann vielleicht denken, aber es ist noch nicht verwirklicht. Weil eigentlich jemand, der dieses vollkommene holistische Bewusstsein hat, hat keine Aversionen mehr. Auch im Materiellen nicht. Frieden geschlossen mit der materiellen Situation. Er muss es nicht verdammen und schlecht reden, um sich davon loszulösen. Weil das ist eigentlich recht leicht, möchte man meinen. Ja, gerade wenn ich etwas schlecht rede, schlecht mache, natürlich mag ich es dann nicht mehr. Aber basiert meine Loslösung dann nur auf einer Tünchung, ja, oder basiert es auf einer substanziellen Erkenntnis? Ja. So diese Situation wollen wir lösen, das wollen wir lernen, um letztendlich Krishna bewusst zu werden. Okay, Hare Krishna, irgendwelche Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Sanjay? Macht das praktisch, wenn wir unsere Ideale betrachten, Sinn, dieses Verständnis zu entwickeln, dass ich hab so viele Probleme, ich habe so viele Sachen, die mich von mir selber als spirituelle Seele ablenken. Wir sehen das in Laren, ja, an höchster Stelle die Gopis und auch die anderen Bewohner von Vrindavan sind nicht Asketen, wo jeder so sitzt und über seine spirituelle Identität meditiert, sondern es scheint so zu sein, dass sie eine materielle Situation haben. Es scheint sogar so zu sein, dass diese materielle Situation ist hinderlich für ihre Beziehung mit Krishna. So, die Gopis sind verheiratet, aber sie wollen mit Krishna sein. So, wie ist das völlig anders, als wenn wir in dieser Welt sind und es Sachen gibt, die uns Hindernisse sind, sage ich mal, in unserem hingebungsvollen Dienst? Oder ist das dasselbe oder ist das anders? Ja, ich meine, beides. Man kann immer etwas vom höchsten Ideal lernen, aber letztendlich ist es doch anders.
Also die Probleme, die die Gopis haben, sind ja keine weltlichen Probleme. Ja, und die Gopis haben ja auch keine weltliche Illusion. Also sie sind ja vollkommen Krishna-bewusst und vollkommen absorbiert in Krishna. Und die Probleme, die sich in ihrer Situation ergeben, sind ja nur wiederum verstärken ja nur die Liebe zu Krishna. Mhm. Wenn du sagst, sie sind Ehemänner und so weiter, ja, die ja Probleme sind in ihrer Beziehung zu Krishna, sind das ja nur wie sagt man, Attrappen oder sind ja nur verstärken eben die Liebe zu Krishna oder sind Teil des Spiels, des Lilas, wie wir sagen, um die Liebe mit Krishna abwechslungsreicher zu machen. Und den Austausch mit Krishna abwechslungsreicher zu machen, das gehört dazu. Aber es ist alles in einem spirituellen Bereich. So in der Hinsicht ist sicherlich, kann man vielleicht Lehren daraus ziehen, aber man kann sicherlich nicht das Vrindavan auf irgendeine Art und Weise materiell betrachten und da das gleichsetzen. So in der Hinsicht würde ich das nicht als Vorbild nehmen, wie kann ich meine materielle Problematik lösen, weil die Gopis haben das auch so oder so oder so gemacht. Das ist mehr zum Bhajan oder zur Meditation, zur Versenkung, Vertiefung, nicht vielleicht um irgendwelche moralischen Lehren für mein Leben zu ziehen. Dieser Bereich ist viel zu hoch, transzendental. Und was ich heute besprochen habe, das ist ja eher noch für vielleicht sogar angehende Sadakas, um ihren Sadhana stabil zu machen, um ihre weltliche Situation einordnen zu können. Das ist ein viel niederer Bereich in unserem oder anfänglicher Bereich in unserem spirituellen Leben, den wir lösen müssen, den ich ansprechen wollte. Klar, wenn ein Devoti so fortgeschritten ist, dass er sich mit all diesen Themen beschäftigen kann, und die Zeit hat und die Loslösung hat und die Reife hat, dann betrifft ihn das alles nicht, was ich heute jetzt besprochen habe. Weil er kann sich sofort in diesen hohen Bereich der Meditation begeben, sich mit Vrindavan beschäftigen, mit Krishna in seinen ewigen Spielen, studiert das, liest das, absorbiert sich, meditiert, chantet Hare Krishna in dieser Stimmung und kann wirklich sagen, ja, das ist alles Maya hier. Krieg hier, Krieg da, Krise hier, Krise da. What to do? Aber der wird auch nicht jammern, wenn die Krise ihn selbst betrifft. Ja, wir können immer mal gern sagen, wie gesagt, na, Krieg, oh, es ist so schlimm und so, aber es ist alles Illusion, dies und ja, es ist weit weg. Aber dieser Yogi, der wird sogar, wenn es bei ihm Probleme gibt, sagen, naja, und? Ob es hier ist, ob es da ist, Hare Krishna, Hare Krishna. Ja, esse ich halt mal 3-4 Tage nichts, was soll's? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Wird schon was kommen. Krishna wird mich beschützen. Ja. Weil ich kenne das noch oder ich kenne das immer noch, ja, dass ich die materielle Welt leicht ablehnen kann, wenn es mich nicht betrifft, sage ich mal. Ja. Kann man leicht mal davon sprechen. Ja, und ich denke, das habe ich zum Großteil auch erst ein bisschen erkannt als Grihasta. Vorher vielleicht, naja, wie Krishna sagt, die Weisen beklagen weder die Lebenden noch die Toten. Naja, aber wenn ich jetzt so nachdenke, wenn es wirklich Leute betrifft, die Menschen betrifft, die mir jetzt sehr nahe stehen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Das ist was anderes dann plötzlich. Nicht mehr so leicht. Naja. Okay, sonst noch was? Hare Krishna. Du hast ja schön beschrieben, wie wir das navigieren können, diese Polaritäten. Und ich frage mich, was uns helfen kann, uns selber besser zu verstehen, unsere Situation. Weil es ist ja so, dass das für die einen förderlich ist, ist für die anderen vielleicht noch nicht so gut. Und deswegen ist diese Selbsterkenntnis oder kenne dich selbst so wichtig, sodass wir wirklich unsere Situation so weit gut verstehen, dass wir dieses Feld navigieren können. Und zwischen Flucht und Zuflucht unterscheiden können, wie du das so schön erklärt hast. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was Anleitung geben oder Werkzeuge, die in unserer Tradition vorhanden sind. Und vielleicht auch Dinge, die du sonst erfahren hast in deinen Recherchen. Du bist ja sehr vielseitig unterwegs auch. Also Werkzeuge. Naja, also ich denke momentan, dass das Leben lehrt uns sehr viel. Das Leben selbst. Und was sind die Werkzeuge natürlich, um in den Situationen gut umgehen zu können? Ja,
viele Werkzeuge. Ich meine, ich will es jetzt nicht überbewerten, aber Intelligenz ist wichtig. Intelligenz zu verstehen, realistisch zu verstehen, was ist meine Situation, was soll ich jetzt tun, was will mir Krishna damit sagen, was kann ich davon lernen, sich wirklich Gedanken zu machen, ein bisschen tiefer zu gehen. Ja, Intelligenz ist wichtig. Und natürlich, wie ich am Anfang gemeint habe, ne, das Wissen der Schriften, dieses Wissen anwenden, also die Weisheit entwickeln. Ich denke, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, unsere Schriften halt ernst zu nehmen. Okay, das ist ja nicht nur eine schöne Geschichte und das sind nicht nur schöne Informationen, sondern das ist etwas, das ich ja wirklich anwenden kann, wie du sagst, als Werkzeug verwenden kann. So, ich mag vielleicht in einer schwierigen Situation sein, und dann müsste ich halt wissen, welche Information in unseren Schriften kann nun als Werkzeug dienen. Und da gibt es halt natürlich so viele Punkte, wie ich vorher über Arjuna gesprochen habe. Das ist eine sehr hilfreiche Geschichte eigentlich in vieler Hinsicht. Aber da gibt es ja so viele Episoden oder Stellen oder Verse, die halt gerade in der Situation gut helfen können und wirken können. Und plötzlich gewinnen die Schriften noch eine ganz andere Dimension oder Bedeutung, die uns vielleicht vorher noch gar nicht klar war. Und wir können eine sehr starke Beziehung dann nochmal mit unseren Schriften, vielleicht speziell mit Bhagavatam und Bhagavad Gita herstellen. Wenn man plötzlich sieht, es stimmt oder es funktioniert, ach so ist das. Das ist nicht nur einfach nur ein schönes, komplexes, philosophisches Gebäude, sondern das ist was tatsächlich zum Anwenden. Und Krishna meint es ernst. Das sind nicht nur poetische Worte, sondern Krishna meint das wirklich ernst. Und so wie er Arjuna unterwiesen hat, so möchte er auch uns unterweisen. Und so sollen wir dieses Wissen auch ernst nehmen und praktisch anwenden und verstehen. So das mehr als generelles Prinzip über das, zu dem, was du gefragt hast. Und um das dann konkreter zu gestalten, müsste man halt vielleicht konkrete Situationen betrachten und dann sehen, wie kann ich nun dieses Prinzip anwenden. So, das denke ich mir, würde ich mir für mich wünschen, dass ich das verstehen kann, lernen kann. Ja. Ja, mit dem Schwert des Wissens den Knoten lösen, ne? Ja. Diese Anhaftung, die du auch darüber gesprochen hast, das Wissen ist halt die Buddhi eben. Ja. Ja. Ja, genau. Das ist ein Schwert des Wissens und Schwert der Loslösung auch, ja. Asanga Shastrena. Ja. Okay, Hare Krishna, danke fürs Zuhören. Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande.